Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog bzw. heute einem Opinion-Video, also einem Meinungsvideo, das wahrscheinlich wieder relativ kontrovers werden wird, aber so kennen wir das ja hier auf dem Kanal. Ich bin ja allgemein nicht derjenige, der unbedingt immer die Meinung hat, die jeder teilt. Allerdings bin ich auch nicht zu schüchtern, um meine einfach zu äußern und euch mitzuteilen, und genau das werde ich heute in diesem Video mal wieder tun, und zwar unter anderem zur Relegation und selbstverständlich ja zu ein bisschen der deutschen Fußballgesellschaft, nicht der FIFA-Community, nicht der Community auf YouTube, sondern allgemein der Gesellschaft in Deutschland, die sich mit Fußball beschäftigt. Ich denke, da gibt es in letzter Zeit einige Sachen, die nicht mehr so richtig laufen, und ich wollte das Video eigentlich größer aufziehen, ja. Ich wollte das Video eigentlich ein bisschen mehr mit Greenscreen machen und so weiter und so fort, aber das passt irgendwie momentan nicht in den Content, den ich mache, und ich möchte mir diesen Content aufheben. Das habe ich bereits angekündigt in Videos, das wird auch kommen, ja, das Infovideo dazu wird in den nächsten Wochen erscheinen, wie sich mein Kanal strukturell verändern wird und auch an den Content, der kommt, aber deswegen möchte ich den jetzt noch nicht zu sehr, ich sag mal, anpassen und eher das machen, was ich bisher gemacht habe, deswegen dieser One-Take zu diesem Thema bzw. zu dieser Thematik, was aber auch ganz gut passt, weil ich denke mal, da kann man braucht man keine Meinung verfälschen. Das, was ich jetzt freie Schnauze sage, ist genau das, was ich denke, und da brauche ich auch nichts rausschneiden oder irgendwas. Das habe ich nicht nötig, und das wisst ihr auch, dass ich sowas nicht tue. Es geht mir einmal um die Relegation an sich. Es gab wieder sehr viel Diskussion dieses Jahr um diese ganze Geschichte, dass der zweite der dritte der Bundesliga gegen den 16. der ersten Liga, andersrum, der dritte der zweiten Liga gegen den 16. der ersten Liga spielen muss, um den Aufstieg klar zu machen und sich damit der 16. retten kann. Genau das gleiche Prinzip in der zweiten Liga, wo dann der 16., in dem Fall 1860 München, in den dritten der dritten Liga antreten muss. Und in den letzten Jahren ist es öfter so gewesen, beziehungsweise die letzten beiden Jahre jetzt, dass der Drittligist es geschafft hat, den Zweitligisten ja wegzupushen vom Thron und im Endeffekt aufzusteigen. Das waren letztes Jahr die Würzburg Kickers, die direkt wieder abgestiegen sind jetzt, und diese Saison ist ein Traditionsverein runtergegangen mit 1860 München, und der Jan aus Regensburg ist aufgestiegen. Erstmal Glückwunsch an dieser Stelle an alle Fans des Jan Regensburg, die ich hier auf dem Kanal habe. An sich finde ich das sehr, sehr cool, dass sie aufgestiegen sind. Ich finde es schade, dass 60 abgestiegen ist, weil für mich ein Verein wie 60, und da kommen wir zum ersten kontroversen Punkt, auch mit Hasan Ismail als Investor nicht in die dritte Liga gehört. Die waren früher der absolute Konkurrent von Bayern München. Die waren der große Rivale, die waren das Team in München, das zweite Team neben dem FC Bayern. Die richtigen Münchner sind 60-Fans, und das hat man gestern auch gesehen im Stadion. Das war nahezu ausverkauft, 62.000 Fans beim Relegationsspiel der zweiten und der dritten Liga. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass, und das zeigt schon einiges an der Begeisterung oder von der Begeisterung, die es um diesen Verein gibt. Das große Problem dabei ist, es hat nicht geholfen. Es hat absolut nicht geholfen, denn 60 hat sich spielerisch absolut unter aller Sau präsentiert. Der Jan war von Anfang an das bessere Team. Natürlich bitter, dass es dieses Abseitstor gibt von Gütkehr, was eigentlich hätte zählen müssen, wenn es ein Tor geworden wäre. Das weiß man ja immer nicht so ganz genau, weil der Keeper natürlich nicht mehr richtig mitgespielt hat, an dem Abseits gepfiffen wurde. Nichtsdestotrotz ganz bitter. Und danach aber unglaublich schlecht verteidigt. Beide Tore hätten nicht fallen dürfen, nicht fallen müssen. Tommy mit der Vorlage zum ersten, das zweite Tor im Kopfball, der niemals so zustande kommen darf. Und auch wenn sie gute Einzelspieler haben, gute Individualisten wie Bar, wie Lumor, wie beispielsweise auch ein Stefan Aigner oder ein Aichicek, das reicht nicht, weil die Mannschaft ist kein Team. Ja. Es ist eine Mannschaft, es ist ein zusammengewürfelter Kader, aber es ist kein Team. Und das hat Ismail einfach falsch gemacht. Ismail ist ein Mensch, der nicht viel vom Fußball versteht. Der ist ein guter Investor an sich. Er pulvert viel Geld rein, der hat auch wirtschaftlich eine Menge Ahnung, sonst hätte er das Geld nicht, was er hat. Aber fußballerisch hat er keinen Plan und hat einfach zu viele Entscheidungen getroffen, die falsch sind. Und dementsprechend denke ich, dass ich entweder Hasan Ismail als Investor zurückziehen sollte, sich ein neues Projekt suchen sollte, weil 60 ein zu Traditionsverein ist, als dass sie jetzt tatsächlich auch noch den Rang in eine vierte Liga, eventuell die Paderborn, antreten müssen oder in der dritten Liga versauern. Das verdient der Verein einfach nicht. Das darf einfach nicht sein bei 1860. Und dementsprechend hoffe ich, dass da eine große Änderung vollzogen werden wird. Sei es jetzt Ismail, der aufhört, oder einfach eine komplette Umstrukturierung. Der Trainer ist ja jetzt so gut wie schon weg. Der Sportdirektor ist schon weg. Irgendein anderer ist noch weg. Also sind schon viele gegangen. Ich denke auch, viele Spieler werden gehen. Bar kann man sowieso nicht halten. Der ist zu gut, sogar schon für die zweite Liga in meinen Augen. Aichicek wird wahrscheinlich nicht da bleiben. Ich weiß nicht, wie meine Möller, sondern im Eigner aussieht, aber auch die sind an sich zu gut für die dritte Liga. Möller vielleicht nicht. Ja, Möller wird auch in der dritten Liga, da wird er richtig ausrasten. So, aber die brauchen Spieler, die sich wirklich mit dem Verein identifizieren. Und die haben eine gute Jugendarbeit. Warum nicht die Jugend pushen? Machen sie zwar auch so, und ich habe keine Ahnung, wie der heißt, irgendwas in Okai auf jeden Fall am Ende, oder auch der Neuhaus, der jetzt im zentralen Mittelfeld ist, oder der im Hinspiel Gelb-Rot gesehen hat, den ich mir den Namen nicht merken kann, Prokranic oder sowas, das sind alles gute Jungs, und die kommen aus der Jugend, und die Jugend wird in der dritten Liga unglaublich wichtig sein, wenn man wieder was aufbauen will. Man braucht nicht kaufen, 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 man muss fördern, 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 weil dann haben wir Spieler, die sich damit identifizieren und die wirklich auch kämpfen, weil gestern hat man keinen Kampf gesehen, außer von den Fans. Natürlich das Verhalten auch unter aller Sau, gar keine Frage,
und bei Weiden unter aller Sau, was jetzt die Tribüne angeht und die geworfenen Sitze und so weiter und so fort. Kommen wir noch zum anderen Relegationsspiel. Und das ist das große Thema eigentlich. Denn der BTSV, den ich ja sowieso als 96-Fan nicht sonderlich mag. Und da nochmal ein ganz kurzer Rundumschlag hier. Habt ihr sie noch alle? Also gerade auf Twitter. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich als 96-Fan neutral bin, wenn es um BS geht. Sag mal, geht's noch? Ist ein Real-Fan neutral, wenn es um Barca geht? Ist ein United-Fan neutral, wenn es um City geht? Ist ein Schalke-Fan neutral, wenn es um Dortmund geht? Warum? Man darf sich doch wohl freuen, dass der Zweitligist, den man hasst, nicht in die erste Liga kommt. Ja, und das hat nichts mit Fan, ja, das hat was mit Fanbrille zu tun, aber sonst wäre ich auch kein richtiger Fan. Sag mal, vollkommen sinnlos irgendwie diese Sachen, die ich da teilweise gelesen habe. Ja, ich freue mich, dass Braunschweig unten bleibt. Richtig, Klassenerhalt. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lappen. So. Die haben den Ausstieg in meiner Meinung sowieso nicht verdient, weil sie spielerisch nicht in die erste Liga gehören und eine Kämpfertruppe sind. So, das ist eine andere Geschichte, muss man nicht weiter drüber reden, aber die Sache ist auch, die Fans haben sich so daneben verhalten und haben endlich mal ihr wahres Gesicht gezeigt. Immer wird 96, gerade in den Derbys, auch als der schlimme, größere oder größere Verein dargestellt. Aber Braunschweig ist genauso schlimm. Und was die jetzt wieder gemacht haben, große Fresse nach dem Spiel zu beweisen, erstmal mit Böllern Ordner abwerfen, dann noch weiter Böller zünden, die richtig heftig laut waren, dazu dann den Platz zu stürmen nach dem Spiel, dann auf die Wolfsburger Kurve zuzurennen. Ja? Immer sagen, das ist kein Derby. Immer Wolfsburg degradieren, was 96 auch macht. Aber dann sich doch so verhalten. Ja? Und sich vor der Kurve aufbauen, wo zwei Reihen vollkommen ausgestatteter Sturmpolizisten sind. Ja? Und dann zu sagen, ja, kommt doch her. Das ist so dumm. Das zeigt so richtig den Intelligenzquotienten von denen. Wie sollen die denn herkommen? So große Fresse, weil sie natürlich jetzt nicht herkommen können. Das ist, oh Gott, so dumm. Aber darüber möchte ich mich gar nicht so großartig aufregen. Wie gesagt, ich finde, spielerisch hat es der Jahn verdient, in die zweite Liga aufzusteigen. Ich finde, spielerisch hat es der VfL verdient, in der Bundesliga zu bleiben. Auch wenn das System Relegation an sich scheiße ist. Das habe ich die letzten Jahre auch schon immer gesagt. Und das ändert sich auch nicht. Ich fand scheiße, als der HSV es geschafft hat. Ich fand scheiße, als jetzt Frankfurt geschafft hat. Ich finde scheiße, dass es jetzt Wolfsburg geschafft hat, weil das System halt kacke ist. Ich finde es aber nicht scheiße, dass Braunschweig in der zweiten Liga bleibt. Und auch die Aussage, ja, dann hast du kein Derby. Ja, Gott sei Dank. Was will ich da mit einem scheiß Derby? Ist doch viel schöner, wenn der Zweitligist, beziehungsweise der andere Verein in einer niedrigeren Spielklasse spielen muss. Ist doch viel geiler, was juckt mich denn Derby dann? Also das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn gefragt werden, also ich finde auch das immer so, wenn Bremen und Hamburg, ne, dann immer sagt, oh Gott sei Dank bleibt Hamburg in der ersten Liga, Nordderby, das ist doch keine richtige Rivalität mehr irgendwie, habe ich so das Gefühl, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es bei Dortmund und Schalke genauso wäre. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht so und das definiere ich auch unter Rivalität, dass man sich freut, wenn es dem anderen schlecht geht. Ja, jetzt natürlich nicht auf den Tod bezogen oder sowas oder auf alle bezogen. Ja, ich mag auch ein paar Spieler von Braunschweig, Omladic beispielsweise, aber auf die Chaoten da, die 4-500, man darf auch nicht alle über einen Kamm scheren, das ist auch so eine Sache, aber über die 4-500 Idioten da auf dem Platz, naja. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema und zwar, was auch im Titel stehen wird, Mario Gomez ist ein Hurensohn, Timo Werner ist ein Hurensohn. Was ist mit unserer Gesellschaft eigentlich falsch gelaufen? Jetzt mal ganz ehrlich, haben die einfach alle nichts Besseres zu tun? Ich verstehe das wirklich mittlerweile nicht mehr. Ich meine, man kann mal einen Spieler so ein bisschen deformieren. Das ist gar kein Problem, das kann ich komplett nachvollziehen. Das hat Hannover damals auch gemacht mit Çalhanoğlu, als der da war mit Leverkusen und geschweizert am Anfang. Da war sofort alle auf die 10. Das ist normal, aber ein Hurensohn? Und vor allem bei Timo Werner, okay, Schalke hat sowieso recht extreme Fans, ja. Werner hat eine Schwalbe gemacht. Passiert in der Saison ungefähr 60 Mal, dass ein Spieler eine Schwalbe macht. Klar, es war ein Elfmeter, ne? Und natürlich ist es Leipzig. Aber deswegen ist Werner ein Hurensohn. Was ist Neymar denn dann? Ja? Was ist denn dann beispielsweise... Mir fallen gerade gar keine Schwalbengötter ein, aber es gibt so... Was ist ein Robben denn dann? Das ist so hart lächerlich. So hart lächerlich. Vor allem, weil Hurensohn auch so eine dumme Beleidigung ist. So eine richtige, da merkst du richtig, oh, wer das sagt, der hat absolut nichts im Kopf. Absolut nicht. Weil das die dümmste Beleidigung ist, die es überhaupt gibt. Und bei Werner, also ich konnte den Hass oder die Wut noch nachvollziehen. Auch wenn ich ja persönlich nichts gegen Leipzig habe und schon gar nicht gegen Timo Werner, der ein super Fußballer ist und der den deutschen Sturm immer wieder eine gewisse Durchschlagskraft bringen kann, weil der alles hat, was ein Stürmer braucht und was wir sonst nicht in Deutschland haben, weil wir sonst nur langsame Stürmer haben vorne. So, und dazu sehr jung und eigentlich auch total sympathisch. Der hat nichts falsch gemacht, außer einer Schwalbe. Er hat eine Schwalbe gemacht und dafür wird er sowas von fertig gemacht mit den Worten Huren, so in jedem Stall ausgepfiffen. Ich frage mich da echt, was da los ist. Das ist. Aber Werner ist eine Sache, ja? Werner ist kein Hurensohn. Möchte ich jetzt hier mal ganz kurz angemerkt haben. Ne? War er nie, wird er nie sein. Und wer das sagt, hat einen leichten Schaden und dezente Minderwertigkeitskomplexe oder nichts im Kopf. So. Und jetzt kommen wir zu Mario Gomez.
Wie kann man denn, ich fand die Reaktion übrigens Weltklasse, nach dem Spiel im Bus selber das Lied anzustimmen. Einfach genau mein Humor, genau die richtige Reaktion und genau denen zeigen, die es machen, ey, mich juckt das nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht gejuckt habe, weil sowas belastet, glaube ich, jeden. Aber das ist so dumm, weil Gomez hat noch weniger falsch gemacht. Gomez hat ein Anspiel gemacht, was nicht, in meinen Augen nicht absichtlich war, weil er wurde von hinten bearbeitet und das ist eine normale Körperhaltung. Ja? Dass dann nach den Elfmeter gibt es eine Fehlentscheidung. Ist eine Fehlentscheidung. Einfach weil das Anspiel von Gomez vorher einfach strafbar war. Aber das Walzwick, also sorry, ich werde es jetzt mal gymnastisch nachstellen, ja? In meinen Augen. Und da kenne ich viele, denen es genauso geht. Wenn man sich bückt, ja, oder wenn man sich wegdreht, nimmt man den Arm in eine Richtung mit. Ja, man dreht ja den Körperschwerpunkt und man dreht nicht den Körper in eine Richtung und den Arm wirft man automatisch in eine andere Richtung. Also sorry, so sieht das einfach nicht aus. So, und Walzwick ist auch komischerweise der Einzige, der sich nicht beschwert hat. Also zumindest habe ich davon nicht viel gesehen, der war relativ ruhig. Ja, der war ein bisschen ungläubig, aber mehr auch nicht. Also weiß ich nicht, was Effenberg da gequatscht hat, dass es auf keinen Fall ein strafbares Handspiel war. Ich finde, das kann man pfeifen. Man darf es halt nicht pfeifen, weil es vorher Handspiel war von Gomez. Aber das ist doch kein Grund, den Hurensohn zu nennen. Meine Fresse. Also hätte der jetzt... Das ist so eine minimale... Das ist nicht mal so ein extremes Handspiel. Der hat den jetzt nicht irgendwie so geboxt oder sowas. Der hat einfach so die Hand gehalten. Und da ist er gegengeprallt. Das ist... Und da hat er den Elfmeter reingemacht. Für seinen Verein und sich gefreut, dass sein Verein in Führung geht im Relegationsspiel. Warum ist er jetzt ein Hurensohn? Was hat er Schlimmes gemacht? Ich verstehe es nicht. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber was hat er Schlimmes gemacht? Verstehe ich wirklich nicht. Und den dann als Hurensohn zu beleidigen. Gut, Braunschweig hat allgemein nicht unbedingt Kreativität gezeigt. Ja, abgesehen von dem Lied wie, also Scheiß Wolfsburg gab es, glaube ich. Dann Werde zu Legenden, das haben sie schon mit 2013 Aufstieg gesungen. Und dazu halt nochmal Gomez ein Hurensohn. Also Kreativität in Braunschweig ist auch nicht so das größte Thema. Aber naja. Wie gesagt, ich finde das einfach lächerlich und ich hoffe, dass es nächste Saison zu sowas nicht kommen wird und dass die Menschen mal daraus lernen. Vor allem, das sind auch noch Nationalspieler, ja. Das sind auch noch welche, die für unser Land spielen. Die für unsere Nationalmannschaft spielen. Nicht, dass es besser wäre, wenn es irgendwie ein internationaler Spieler wäre, der für ein anderes Land spielen würde. Nein. Aber umso dümmer ist es dann, den zu degradieren aus deutscher Sicht, ja. Wenn die deutschen Fans dann auch einen deutschen Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft degradieren, weil sie dann quasi zwei Teams fertig machen. Total bescheuert. Ja. Solche Videos wird es übrigens öfter geben. Ich werde, das kann ich schon mal ankündigen, mehr solche Opinion-Videos machen zu allen möglichen Geschehen. Es wird allgemein mehr Vlog-Style kommen und es werden auch Videos kommen außerhalb vom Fußballbereich. Ich habe beispielsweise Bock auf Verschwörungstheorien. Vielleicht auch im Fußballbereich. Da habe ich auch eine interessante zu Braunschweig. Oder einfach mal so ein bisschen rumspinnen. Wisst ihr, so ein bisschen, ja, Verschwörungstheorien ist ja rumgespinne, teilweise. Einfach mal so ein bisschen freie Schnauze drauf loslabern. Da habe ich Bock drauf und das werde ich machen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und als abschließendes Plädoyer nochmal, weder Mario Gomez noch Timo Werner ist ein Hurensohn. Hurensöhne sind Söhne, von deren die Mütter Huren sind. Ich bin mir recht sicher, dass das bei denen nicht der Fall ist. Und selbst Hurensöhne sollte man nicht Hurensöhne nennen. So, und mit diesen Worten, macht's gut, bis zum nächsten Mal, passt auf euer Haut rein. Und ciao.